Moin Moin Leute, ich bin Lilkopf's Brain oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zurück zu Marvel Guardians of the Galaxy. Wir haben zuletzt Lady Hellbender, naja, zumindest ihr Spielzeug, sage ich mal, besiegt, mit dem Dweller und Lady Hellbenders riesigen Zorn auf uns gezogen. Und jetzt gehen wir mit der Crew zurück, ich denke mal nach Nova Corp, um unsere Schulden zu bezahlen. Und dann werden wir, denke ich mal, neue Abenteuer erleben. Ich bin sehr gespannt, was heute abgeht. Ab geht die Fahrt. Haben das Geld. Geld, das du uns gezwungen hast zu stehlen. Wir haben das Geld. Und wie war das mit dem Raubzug auf Zootopia? Da hast du dich nicht beschwert. Lady Hellbender ist keine Bank. Stimmt, leider nicht. Sonst würde jetzt wenigstens die Beute stimmen. Wow, 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 wow. Eins nach dem anderen, bitte. Lady Hellbender wird Rache wollen. Denkt an meine Worte. Wird sie. Dann muss sie sich definitiv. Anstellen. Erst rufe ich Corell an. Je früher wir die Strafe bezahlen, desto besser. So sehe ich das auch. Wir können uns wieder daran gewöhnen, pleite zu sein. Ja. Krass. Denkst du eigentlich immer nur ans Geld, Nager? Nein, manchmal denke ich auch an Bomben. Und Fusel. An Bomben. Bomben aus Fusel. Bomben aus Fusel. Moin. Das war wirklich... Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung. Dreh mal am Regler. Hab ich, bringt nichts. Bist du wirklich mein Dad? Ich muss unbedingt mit ihr reden. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Hier drin. Was denn in der Quarantänezone? Ich bin nicht an Bomben. Hast du die Bandbreite begrenzt? Habe ich schon versucht, es muss was anderes sein. Ich verliere dich, Nikki. Hol deine Mom. Musst du, dass du mein Dad bist? Was soll ich? Diese Annika Raker sprach von einem Wunder. Ich glaube, mit dem Mädchen stimmt was nicht. Ja, sie gehört zum Nova Corps. Kannst du das reparieren? Ist ja gut, reg dich wieder ab. Ich check mal die Mutter. Die Mutter ist in ihr irgendwie drin durch die Quarantänezone? Aha. Rocket? Nein, nicht das Lama. Kapitel 5. Fällig oder tot? Rocket! Seht euch das an! Es hat alles völlig zerkaut! So, du kommst jetzt mit, Freundchen. Rocket, komm runter, das ist doch bloß eine Matrix. Ach ja, bloß eine Matrix? Sieh dir das an, Quill, wo soll ich die Teile herkriegen, um das zu reparieren? Die ist im Arsch. Ich hab doch gesagt, behaltet das Vieh nicht, aber wollte das irgendeiner hören? Nein, auf Rocket hören wir nicht. Wer ist Rocket? Bloß der, der das Schiff repariert. Ich verspreche dir, wir reparieren das so schnell wie möglich. So wie du uns versprochen hast, dass deine Freundin nachsichtig mit uns ist? Ah ja, okay. Hey, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist, Quill? Dass ich anscheinend der Einzige bin, der hier einen Furz auf die Milano gibt. Hör zu. Wir müssen in Stock die Matrix reparieren. Ich kenne zum Glück jemanden auf Nowhere, der die Teile hat. Und der schraubt uns günstig den Nova-Tracker ab. Wir können das Kind nicht zurücklassen. Es hat sich seltsam verhalten. Das Lama-Ding hat die Kabel zerkaut, Drax. Wahrscheinlich war nur die Verbindung schlecht. Und wenn wir den Tracker entfernen, wird Corell uns die gesamte Nova-Corps-Flotte auf den Hals hetzen. Gamora hat recht. Wir haben es versprochen. Ich hab's versprochen. Finde heraus, wo Corell ist, dann bezahlen wir unsere Strafe. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Ist das jetzt ein schlechter Witz? Auf die Weise müssen wir beim nächsten Job nicht befürchten, dass wir Nova an den Hacken haben. Ja, falls es einen nächsten Job gibt. Alter, miese Peter. Okay. Wir können uns jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen umgucken, nicht wahr? Über den Attentäterring kann jetzt in Gamoras Kabine gesprochen werden. Waren wir schon mal in Gamoras Kabine? Geh mir nicht auf den Schweif, Quill. Ich bin beschäftigt. Ah, okay. Sorry. Ich wollte das hier gerne lesen. Danke. Wenn wir das nicht schon gelesen haben. Wie viel willst du für diese Dinger? Als ich von zueinander passenden Goldkostümen sprach. Aber das hatten wir schon gelesen, oder? Ja. Glaube ich. Okay, es gibt auf jeden Fall neuen Gesprächsstoff bei Gamoras Kammer. Da wollen wir doch definitiv mal hin. Aber können wir eventuell gerade irgendwas upgraden? Weil wir haben doch auf jeden Fall... Können wir kurz reden? Dann machen wir schnell. Ja, lass uns dann schnell machen. 240.900, das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Schildregeneration, sehr, sehr gut. Regeneriert Schildpunkte im Kampf schneller. Erhöht Schildregeneration um 33% pro Sekunde. Sind beide gut, ne? Aber das hier ist teurer. Ich glaube, das, was teurer ist, sollte man sich erst kaufen, weil man hat ja selten so viel Geld.
und öfter mal weniger. Verhindert, dass du zu Boden gehst, wenn du dich einen Niederschlag trifft. Gleitet kurzzeitig im Ziel herum, wenn du schießt. Scannt Gegner im Kampf mit dem Visor. Zieht gegnerische Drops an. Hell yeah, give it to me. Ach, guck mal, es gibt sogar Anzug. Ach so, okay, die sind hier nochmal dann einzeln. Aber wenn wir über alle Vorteile sind, sehen wir natürlich alle Vorteile. Ich hab mir dabei den Rücken verrenkt. Also, tut mir sehr leid. Sind wir fertig? Ich bin... Lass uns kurz reden. Können wir kurz mal reden? Klar, prima. Reden wir. Vor Segnaf hast du gesagt, dass ich dem Team viel gebe und dass du es bei mir wieder gut machen willst. War das ernst gemeint? Jedes Wort. Wieso hörst du mir dann nicht mal zu, wenn ich uns einen Weg hier raus zeige? Überschlägst dich aber für das Nova Corps. Rocket, bitte. Nur weil ich nicht immer deinem Rat folge, heißt das nicht, dass ich dir nicht zuhöre. Wir sind ein Team. Hier darf jeder eine Meinung haben. Also hörst du lieber auf Gamora. Gamora? Gamora kennt sich einfach aus, Mann. Sie ist Navigatorin. Sie navigiert zu Sternen und Planeten Kometen. Kometen? Sie navigiert zu Kometen. Manchmal. Und Groot ist unser Spezialvegetationsspezialist. Seine Meinung ist auch wertvoll. Und Drax, was ist an dem so toll? Der ist stark. Er denkt, taktisch. Ja, Taktik. Taktisch? So ein Hammer-Taktiker. Und taktisch. Noch mich, den Typen, der ausflippt und in der Gegend rumballert, statt sich an den Plan zu halten. Komm schon, du bist ein wertvolles Mitglied dieses Teams. Wir haben das zusammen angezettelt. Jetzt müssen wir was Lukratives draus machen. Langfristig lukrativ. Wir könnten nach Nowhere gehen, wie du gesagt hast. Aber wenn wir die Strafe nicht zahlen, holt uns das Nova Corps. Und wie sollen wir dann Geld verdienen? Ist vielleicht gar nicht so blöd, die Strafe zu zahlen. Ganz genau. Also so nämlich. Lass uns das hier durchziehen und dann sehen wir weiter. Okay? Mal sehen. Also, jetzt zufrieden, sind wir fertig. Mehr oder minder bin ich zufrieden. Warum können wir eigentlich immer wieder diesen Kühlschrank zumachen? Ich habe keine Zeit, ihn aufzufüllen. Ich habe gerade andere Prioritäten. Okay, er repariert das da. Wo ist denn Gamoras Raum? Also wir können jetzt auch zwischenzeitlich nochmal kurz mit Drax reden. Ich meine, warum nicht? Schon klar. Endlich ein Sieg, aber oh, da kann man Songs spielen. Cool. Ich betrachte ein Penny für deine Gedanken? Was ist ein Penny? Das ist Geld. Sowas wie Units. Eine Redensart. Heißt, ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Nova Corps, sonst riskieren wir... Drax. Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe. Segnaf 9 entsprach. Nicht meinen Erwartungen. Weil Lady Hellbender keine Riesin ist? In der Tat nicht. Das ist nur ein Teil, Peter Quill. Unterwegs zu ihr wurde mir klar, dass auch viele meiner Annahmen über dieses Team vorschnell waren. Tatsächlich. Die Attentäterin und der Nager. Hätten sie und der Baum nicht mit uns gekämpft, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Ja, aber ist doch gut. Ich sag doch, das sind keine schlechten Leute, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten. Das Leben ist kompliziert, Drax. Die Dinge sind nie einfach. Auf Keteth waren sie's. Eine liebevolle Familie und eine Sicherheit im Leben. Beides habe ich verloren. Du findest sie ganz bestimmt wieder. Das braucht nur ein bisschen Zeit. Hey Groot, versucht der Kauteufel da unten irgendwas anzukauen? Ich hoffe nicht. Ach guck mal, da steht sogar Gamora drauf. Ja, perfekt. Das ist mal ein Zimmer. Damn. Warum hat die einen Spiegel abgehangen? Okay, dann lass uns das nochmal anschauen. Stimmt, das ist der Ring, den wir gefunden hatten. Ich denke. Hey, Gamora. Ich hab grad diesen super coolen Attentäterring bewundert. Den hab ich für meine super coole Lieblingsattentäterin besorgt. Als Zeichen meines, du weißt schon. Zeichen deines was? Na, meines immerwährenden Bestrebens, nicht von dir ermordet zu werden. Dafür reicht dein Ring nicht aus. Obwohl er wirklich hübsch ist. Woher weißt du, was das für ein Ring ist? Tja, du bist nicht der erste Attentäter, der mir über den Weg läuft. Aber ich sollte mich wohl glücklich schätzen, dass mir noch niemand die tödlichste Frau der Galaxie auf den Hals gehetzt hat. Ach, dieser Name ist eigentlich eine Fehlbenennung. Alle glauben, ich hätte ihn wegen der Drecksarbeit für Thanos. Bevor ich
naja, ihn verraten habe. Tatsächlich erhielt ich ihn nach meinem Beitritt zum Widerstand. Auf einer Mission, bei der niemand gestorben ist. Du musst mir von dieser Widerstandsmission erzählen. Warum hast du Thanos verraten? Das finde ich auch eigentlich interessant, die Frage. Fragen wir das zuerst. Warum bist du Thanos in den Rücken gefallen? Ich meine, er hat dich adoptiert, da warst du... 5. Er hat uns aufgezogen und uns alles beigebracht. Und was war der Auslöser? Was hat dich umschwenken lassen? Ich... hab den Widerstand gefunden. Was? Thanos war besessen. Er ließ mich und Nebula viele Zyklen lang nach ihrer Basis suchen. Jede von uns wollte sie zuerst finden und es ihm melden. Als ich sie dann zuerst gefunden habe, war ich versessen darauf, es ihm mitzuteilen. Ich kam nach Hause und sah, wie er in einen scheinbar leeren Raum sprach. Zu jemandem namens Lady Death. Klingt eigentlich harmlos. Ich dachte wirklich, er liebt uns. Auf seine eigene, kranke Art. Aber Thanos wollte nicht das Gleichgewicht der Galaxie wiederherstellen. Er war einfach in den Tod verliebt, buchstäblich verliebt. Und er wollte uns alle töten, um es zu beweisen, einschließlich mich und Nebula. Das konntest du nicht zulassen. Nein. Also habe ich den Widerstand nicht verraten, sondern mich ihm angeschlossen. Huch, das war mein WhatsApp. Es tut mir sehr leid. Unprofessionalität wird hier groß geschrieben. So. Die Widerstandsmission. Erzähl mir davon. Du musst mir von dieser Widerstandsmission erzählen. Vor allem, wenn es keine Toten gab. Ich glaube nicht, dass dir die Geschichte gefällt. Komm, hau raus. Warum nicht? Weil sie kein besonders gutes Licht auf Corell wirft. Oh. Okay. Zuerst mal muss dir klar sein, dass sie sich am Ende des Krieges ereignete. Der Widerstand war schon am Ende. Fast. Die Chitauri wussten es, Thanos wusste es, wir alle wussten es. Aber dann starb Thanos. Die Leute hielten es zunächst für eine Falschmeldung, gestreute Fehlinformationen, um den Widerstand rauszulocken. Aber als klar wurde, dass es wahr sein könnte, witterte Corell eine Chance. Eine Alles-oder-Nichts-Mission, die den endgültigen Sieg bringen sollte. Wie so häufig. Der letzte Angriff auf Chitauri Prime. Die geheime Mission des Widerstands, bei der ihre neugeborene Königin entführt wurde. Nur, dass die Entführung der Königin nicht zu Corells Plan gehörte. Sie hatte mich nur aus einem Grund mitgenommen, die Königin zu töten. Was? Völlig unmöglich. Ist das so schwer zu glauben? Corell war in Trauer. Das weißt du doch. Die Chitauri hatten ihren Mann getötet. Und ihren Jungen. Sie wollte Rache und ich war ihre Chance, sie endlich zu kriegen. Corell würde nie im Leben ein Kind umbringen lassen. Und erst recht kein Neugeborenes. Glaub, was du willst. Aber sie ist nicht mehr die, die sie früher mal war. Keiner von uns. Etwas ist anders. Vielleicht ja wegen Nikki. Wie auch immer. Ich habe mich geweigert und wir haben den Krieg ohne weitere Tote gewonnen. Aber aus Gründen, die ich selbst nicht ganz verstehe, bin ich seitdem als die tödlichste Frau der Galaxie berüchtigt. Ich, weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Du musst gar nichts sagen. Ich habe den galaktischen Krieg hinter mir gelassen. Und jetzt bin ich hier und habe jede Menge Spaß mit euch Verrückten. Und ich würde es auch nicht anders wollen. Aber mal ganz im Ernst. Danke für dein Vertrauen. Sicher. Okay, das war doch eigentlich ein ziemlich wichtiges Gespräch, wirklich. Also da auch mal so die Hintergründe von Gamora kennenzulernen, aber eben auch... ja, den einfach verwurzelt. Als auch von Corell, was damals abging. Das ist ein netter kleiner Pferd. Ja. Er hat einfach gelacht. Du wolltest den Funk nicht kaputt fressen, oder? Niedliche Lama-Geräusche. Well, I guess. Wo geht's hier hin? Was ist das denn für ein Gerät? Okay. Sieht fast aus wie die Särge von Undertale. Was die Zukunft wohl für uns bereithält. Das frage ich mich auch. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einen Auftrag ohne Kämpfe annehmen.
Und wofür wärst du dabei gut? Auftrag ohne Kämpfe. Ist meine einzige Stärke. Ist doch schwach. Was können wir denn hier bei den Kabeln machen? Weil ich glaube, hier müssen wir jetzt gerade nochmal gucken, oder? Nee. Aus dem Fenster können wir gucken. Okay, Drax. Nenne drei Fähigkeiten von dir aus. Beim Rocketwerfen. Sind das Puppen? Ja. Das ist nicht lustig. Nein. Ich schwöre. Ach, ist doch egal. Wenn jemand versucht, mich zu die Hallas Hope ist im Tayo-System. Koordinaten in der Konsole. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, ab dafür, oder? Okay, Corell. Bald wirst du beeindruckt sein. Hoffe ich doch. Okay, du hast mich überrascht. Einmal. Mach keine Gedanken. Heieiei. Gas. Der Rock Nova Corps Außenposten. Tayo Sternsystem Galaxie Andromeda 2. Jawohl. Ja, das sieht auch nach einem Außenposten aus. Das sieht aus wie ein Kompass. Scheint, deine Freundin hat ihren Teil des Deals erfüllt, Quill. Wissen wir denn sicher, dass sie das ist? Ich überprüfe das. Gleiche Kennung wie vorher. Das ist definitiv die Hallas Hope. Ah ja, steht auch dran. Hallas Hope. So. Ich frage mich immer noch, was mit unserer, ich denke ja wohl dann wirklich Tochter, genau abgeht. Hey, was machen die da mit meinem Schiff? Reg dich ab, ist die Standardprozedur bei Nova Corps. Meinem Schiff geht's gut. Seit wann? Frau Quill, der Bruch landet ständig damit. Hallo? Entschuldigung. Ich kann gut fliegen. Ui. Also dann, bezahlen wir die Strafe. Auf geht's. Ich hoffe fast, dass sie versuchen, uns zu verhaften, wenn wir die Strafe bezahlt haben. Warum? Ich verlasse die Milano. Ich dachte, Peters Deal umfasst auch unsere Haftbefehle. Zumindest hoffe ich das. Ah, hast wohl auch eine Akte, grünes Mädchen. Attentate sind kein legales Geschäftsmodell, soweit das ich mich erinnere. Das wohl war. Natürlich müssten sie beweisen. Wie cool das immer aussieht, wie diese Truppe dann zum Ausgang läuft, ne? Es hat schon was. Sehr, 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 sehr cool. Sehr, sehr cool. Nun gut, raus hier. Auf in die nächste Mission. Okay, geht weiter. Wenn das Nova Corps auch nur den Lack angekratzt hat, verrechnen wir das mit unserer Strafe. Viel Glück dabei. Das ist grobe Verlässlichkeit. Fahrlässigkeit. Hab ich doch gesagt. Dass Drax das Wort kannte. Eigentlich ist doch Rocket immer der Schlaumeier. Alle. Die meisten Nova-Stationen sind stark automatisiert. Alles synchronisiert vom Worldmind. Worldmind. Das ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. Zu viele Posten. M-Schiff. Kennzeichnung Milano. Verschoben in Lagereinheit R. Bring gefälligst mein Schiff zurück. Zeigen Sie vor dem Abflug Ihren Welchen Parkschein? Ganz ruhig, Rocket. Das ist das Standardvorgehen. Das sagst du immer wieder. Das ist nicht gerade meine erste Nova-Corps-Strafe und deine auch nicht. Die wohl wahr. Die, ich bezahle. Ich wusste, die erste, die ich bezahle. Schön. Ja, also selbst wenn hier alles automatisiert ist und standardmäßig von alleine abläuft, finde ich es doch schon ein bisschen erschreckend, dass beim letzten Mal so viel mehr Leute hier waren und jetzt niemand hier ist. Ich finde, es ist hier schon ziemlich leer. Mit je weniger Bullen wir reden müssen, desto besser. Aber beim letzten Mal waren ja hier echt ein Haufen Leute. Ich meine, die wurden auch verhaftet, aber trotzdem. Guck mal, das sieht fast aus wie Dead Space. Auf das Remake freue ich mich übrigens auch sehr. Kommt jetzt ja auch irgendwann nächstes Jahr, glaube ich, raus. Ist heute ein Feiertag? Weltraumbullen haben keine. Heute ist tatsächlich Allerheiligen in NRW. Hallo! Ich bin Groot. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Hallo? Die Tür ist versperrt. Tja, wir haben's versucht. Kommt, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht, die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was? Soll ich jetzt etwa die Nova Corps Security hacken? Hey, wenn du denkst, dass du's nicht schaffst. Das war billig, Quill. Wir reden davon, in eine Nova Corps Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch. Was haben wir hier? Genau dann Kapitel 3, Golden Force.
Kalor marschierte in Richtung der Nexus-Kommandozentrale, holte tief Luft und beschwörte das Worldmine. Worldmine, kommandierte er fordernd. Ah, Golden Force, gurrte sie sehnsuchtsvoll in einer kalten, emotionslosen Stimme. Du solltest auf einer Nova-Patrouille sein. Patrouilliert eure kollektiven Herzen, Worldmine. Ihr wisst, warum ich hier bin, bestand er darauf leidenschaftlich. Das Worldmine erzitterte bei jeder präzise gewählten Silbe. Wir dachten, du hättest das nicht bemerkt. Wusstet ihr, dass ihr heller leuchtet, wenn ihr mich seht? Fragte er fragend. Wir sind der kollektive Verstand und die Herzen von Billionen. Kalor, jede Romantik zwischen uns trotz der Vernunft, sagten sie traurig, aber auch zögerlich, als verlangten sie, dass er ihnen widersprach. Hier ist meine Antwort, rief Kalor. Ich bin Golden Force, meine Brust brennt mit genug Liebe für Alexandarianer. Wir sind Alexandarianer, das ist angemessen. Kalor lächelte warm in seinem Inneren, ein weiterer Sieg. Okay, da können wir nur auf jeden Fall durchschwingen. Okay, hier drin ist ein Luftschacht. Das könnte ein Zugang sein. Rainer. Meinst du, du passt in diesen Schacht? Wenn du ihn aufkriegst, so dehnbar bin ich nicht. Dann mach den nochmal auf. Das bezweifle ich sehr. Groot? Ich bin Groot. Er sagt, er kann nicht. Gamora, mach du das. Gamora macht das? Oh, sorry. Wollte ich nicht. Wer denn dann? Hä? Mir gefällt das nicht. Gegen Blaster Schiff. Da, ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir nur. Ich dachte, einer muss das irgendwie hochhalten oder so, nicht kaputt machen. Eieiei. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Ich möchte da nicht drüber reden, bitte. Sei vorsichtig. Also, den Plan mit dem Strafe bezahlen mag ich nach wie vor. Da stimmt was mit dem Stromnetz nicht. Alles läuft nur über Notstrom. Ich spiele den Plan an deinen Visor ein. Oh. Du das schon die ganze Zeit? Folge den Schaltkreisen und sag mir, welche Verbindungen ich umschalten soll. Wir müssen aufsehen, wo wir den Strom umleiten. Wie unfassbar cool. Also von wo kommt denn der Strom? Von da hinten. Aber ich wette, daran habt ihr nicht gedacht. Moment, heißt das, ich kann auch die Tür zum Beispiel öffnen? Zumindest eine Tür. Die falsche Tür. Ja, aber wir können uns ja hier mal umgucken. Hey, eine Toilette. Und ein Outfit. Was ich muss, ist dringend weg hier. Wie sieht das denn aus? Drax als Nova Corps. Das passt ja mal überhaupt nicht. Auweia. Ja, nee, aber das hat sich doch gerade gelohnt. Ich finde ehrlich gesagt das hier mit diesen Schaltern absolut cool. Ich liebe das, wenn Spiele sowas machen. Oh, hat schon geklappt. Perfekt. Wir können einfach. Erstmal ein Getränk. Schade. Beide Schaltkreise mit Strom. Kein Problem. Sorry. Ich bin kein guter Elektriker. Piu! Resto! Was, Tom? Ja, tada! Das ist genau. Tada! Die Tür ist offen. Sagst du das nicht einfach? Gute Frage. Es ist verdächtig still. Stimmt. Es ist wirklich immer noch verdächtig still. Oh. Was machen die da? Sie scannen sich gegenseitig. Ich habe aber keine verflagte Ahnung, warum. Sie sind übergeschnappt. Sie scannen sich gegenseitig. Vielleicht sollten wir sie ein bisschen alleine lassen, ehrlich gesagt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Was haben wir hier? Es ist nicht unheimlich. Das große Centurion VK. Hiermit sei die gesamte Station daran erinnert, dass private Pakete nicht an den Empfang geliefert werden dürfen. Sich selbst replizierende Kristalle sind nur so lange lustig, bis sie jemanden verschlingen. Anscheinend war alles normal, als die Hallas Hope angekommen ist. Vielleicht sind sie dort. Ja, und küssen gemeinsam deiner Ex den Hintern. Dazu müssen sie eine extrem lange Schlange bilden. Okay. Ich denke, wir werden gleich herausfinden, warum hier alles so. Häftling. Ach, armer kleiner Kerl. Das ist ein Ding. Dein Mitgefühl ist unnötig. Hey, ich bin selbst ein Halbding. Vergessen? Nein. Ist da jemand? Hallo? Was hat uns verraten? Was ist, wenn jetzt Drax das Outfit anhätte? Was ist, wenn wir alle das Outfit hätten? Okay, vielleicht weiß er was. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, auch wenn er ein Häftling ist. Kommt schon, wir müssen reden. Hey, Strampelanzug. Du musst mich hier rausholen. Ich gehöre nicht in einen Kiff. Das sieht das Nova Corps anders.
Dich hat keiner gefragt, Gruselauge. Wir sollten einem Verbrecher keine Beihilfe leisten. Warst du nicht ein Gefangener des Novakov? Kannst du uns sagen, was hier drin vor sich geht? Nicht viel. Es gab einen Tumult. Leute sprachen von irgendeiner Mutter. Und dann waren sie einfach weg. Von einer Mutter? Hast du einen Centurion oder ein Cree-Mädchen gesehen? Mehr weiß ich nicht. Kommt schon, ich habe euch geholfen, jetzt seid ihr dran. Sucht einen Türöffner oder so. Ich weiß nicht, ob ich ihn da rausholen will. Aber eigentlich würde ich es schon gerne wissen. Seht euch einfach um. Hey, was habt ihr getan? Wo komme ich jetzt hin? Was passiert hier? Glückwunsch, Quill. Ich glaube, du hast soeben deinen ersten Häftling hingerichtet. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Naja. Schade. Okay. Freunde, wie es weitergeht in Marvel Guardians of the Galaxy, das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain, Tüdelü mit Ü.